Yo, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und dieses Mal machen wir noch die letzten Arbeiten hier in unserem Schafsgehege oder unseren Schafsgehegen, besser gesagt. Ja, ich habe jetzt noch ausgehend ein bisschen halt da hinten ein, zwei ausgehöhlt so. Und halt mit Erde ersetzt, das Ganze hat auch gut funktioniert. Und jetzt will ich halt schauen, dass ich hier, also zumindest die nächsten zwei, drei Folgen, also in den nächsten zwei, drei Folgen sind wir hier mit den ganzen Ausbessern fertig. Das heißt, die Wand steht schon, die Erde ist drinnen, alles ist mit Stein ausgebessert. Also jetzt fehlt eigentlich nur noch die Wand davor. Und ihr wisst ja ungefähr, wie das ausschaut, auch schon wird. Oder wie auch immer. Und so. Und ja, auf jeden Fall in zwei, drei Folgen werde ich dann halt immer ab und zu mal hier runterschauen, zu den weißen Schafen gehen, die weiße Wolle holen, die dann färben und dann halt reinsetzen. Dass ich halt nach und nach ein Schafsgehege fertig kriege. Und währenddessen baue ich einfach jetzt mal am NPC-Dorf weiter. Das möchte ich jetzt auch mal langsam fertig haben. Und ja, so. Und stimmt das jetzt, dass die dann halt auch einziehen oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Also es wurde mir mal gesagt, beziehungsweise ich habe es mal gehört. Und ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es stimmt, sagen wir es mal so. Ich hoffe, es stimmt. So. Gut. Dann hätten wir das hier auch schon fertig. Und, warte mal. Jetzt wollte ich das hier noch zumachen, dafür habe ich mir schon das Holz geholt. Weil überall, wo schon Wiese ist, da mache ich zu. Also hier überall. So. Und was gibt's Neues? Also Neues gibt's eigentlich nicht. Also es gibt eigentlich nichts Neues. Nee, gibt's eigentlich gar nicht. Oh. Nee, eigentlich nicht. Und doch. Also wegen YouTube, also wahrscheinlich ist es bei euch auch so, oder also zumindest war es jetzt gerade so. Heute und gestern hat YouTube ziemlich rumgebackt, also das ist ja mal richtig übertrieben, was da gerade abgeht. Ich hoffe, dass sie das mal langsam in den Griff kriegen, weil das kotzt wirklich schon langsam an. Und ich habe auch gehört, dass die jetzt, also jetzt zum Beispiel, wenn man 100.000 Aufrufe hat, ja, dass dann 100 TSD stehen soll, also 100.000. Wenn man dann 101.000 hat oder so, dass dann 101 DSD steht. Und die halt, die 900 Aufrufe, die halt dann dort sind, die werden dann halt nicht gezählt. Wenn man jetzt 100.999 Aufrufe hat, dann wird das noch immer 100 TSD gezählt. Und jetzt nur zum Beispiel jetzt für einen kleineren YouTuber, ja, der jetzt, sagen wir, zwei Videos am Tag auflädt. Minecraft, das natürlich jetzt ein bisschen beliebter ist, und dann noch zum Beispiel Assassin's Creed 3, ja. Er kriegt auf Assassin's Creed 3 2100 Videoaufrufe und auf das Minecraft-Video 2900 Videoaufrufe. Wenn man das jetzt aber so nimmt, dass dann da dort steht, 2 TSD, das sind das, ja, wenn man dann 2 plus 2 rechnet, sind das 4000 TSD. Aber wenn man jetzt 2100 plus 2900 rechnet, das sind das 5 TSD, also 5000 Aufrufe. Und halt, also ich habe gehört, dass man bei den Partnernetzwerken pro 1000er Schritte verdient, ungefähr, ja. Und das ist dann ja, ist ja ein Verlustgeschäft, weil die Netzwerke werden sich dann sicherlich nicht nach den wirklichen Klickszahlen richten, sondern sie werden sich nach den sichtbaren Klickszahlen richten. Das heißt, wenn ich jetzt bei beiden Videos 2000 stehen habe, dann werden sie sagen, oh, 4000, du kriegst jetzt halt die Summe für die 4000 Aufrufe, die du gerade gemacht hast. Und so geht halt ein Tausender verloren an Aufrufen, weil YouTube das halt meint, cooler zu machen. Und ich finde, ehrlich gesagt, finde ich das scheiße, weil ich finde die Zahlen schon viel geiler aus, wenn da halt, keine Ahnung, 1.375.649 steht, finde ich, schaut das geiler aus, als wenn da 1 Million dort steht. Der schaut doch total
scheiße aus. Sind wir uns jetzt mal ehrlich, das schaut doch richtig kacke aus. Richtig hingekackt und hingeschissen. Und ich verstehe nicht, warum YouTube so einen Scheiß abzieht in letzter Zeit. Es ist irgendwie so wie, weiß nicht was, wie keine Ahnung, wie irgendwelche Spiele, warum man sich einfach denkt, ja, die könnten das verbessern, aber sie verbessern es nicht, sie machen einfach nur die Scheiße, ja. Und YouTube hat so viel Geld oder könnte so viel Geld verdienen, oder? Sagen wir es mal so, YouTube wird ja gesponsert von Google, so. Also die stecken ja unter einer Dings. Und die könnten, also die machen ja auch ein Verlustgeschäft, wenn es die ganze Zeit so rumbackt, weil das ist ja für sie auch scheiße. Und ich denke mir halt nur, warum geben sie das ganze Geld nicht für stabile Server aus? Warum müssen sie die ganze Zeit das ganze scheiß Geld für die Kack-Entwicklung von Designs und so eine Scheiße reinhauen, was totaler Bullshit ist, weil das eh keine Sau braucht. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, schaut euch das neue Design an und das jetzige Design. Also ich muss sagen, das jetzige Design schaut richtig geil aus. Also würde das bugfrei laufen, dann glaube ich, würde sogar jeder sagen, ja, das jetzige Design ist wahrscheinlich eins das Beste oder das zweitbeste zumindest. Weil ich finde, das frühere fand ich jetzt nicht so toll. Ich finde das jetzt wirklich übersichtlicher gestaltet und alles mögliche. Würde die Abo-Box bugfrei gehen, dann wäre das Design Wahnsinn, weil früher hat das ja bugfrei funktioniert. Aber das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Aber egal. Und wenn sie zum Beispiel dafür das ganze Geld ausgeben, dann wird sich jeder YouTuber freuen, wird sich nicht die ganze Zeit über YouTube beklagen und niemand hätte so einen dicken Hals, ja? Und YouTube verbockt sich das gerade. Alles, was sie aufgebaut haben. Alle Leute werden Hass auf YouTube und ich kann mir nur gut vorstellen, irgendwann wird einer die Initiative ergreifen, wird ein auch so eine Plattform errichten, die ungefähr so aufgebaut ist wie YouTube, weil mein Video und dieses Clipfish-Scheiße, das ist nicht so aufgebaut wie YouTube. Du kannst zwar was rauflernen, aber so zum Beispiel diese Kanalfunktionen, das gibt's dort alles nicht. Und irgendwann wird einer sagen, ja, ich mache jetzt auch ungefähr so eine Seite, und wenn die dann aufmerkt, also dann irgendwie, oh, nicht die benutzen, und wenn dann irgendwer oder wenn halt manche Leute dann auf die Seite aufmerksam werden und die Seite groß wird, dann wird YouTube bald Geschichte sein. Weil wer tut sich bitte gerne eine Scheißseite an, wo in letzter Zeit kaum was funktioniert. Die ganze Zeit wird das umgeändert, ja? Okay, gut, wenn sie was umändern und dafür ein, zwei Tage mal die Server nicht flüssig verlaufen oder funktionieren, besser gesagt, dann ist es okay. Aber das Problem an der Sache ist, oder was sie halt machen, sie machen ja nur Scheiße, sie machen ja gerade das Design und sie schaffen es nicht, innerhalb von zwei Tagen das ganze Design irgendwie für alle herzurichten. Und was sie noch machen, inaktive Abonnenten löschen. Dabei schaffen sie es auch nicht, die inaktiven Abonnenten zu löschen, sondern löschen auch einfach mal aktive Abonnenten. Also das sieht man schon mal, YouTube ist gerade richtig am Abkacken. Und wenn mir was anderes erzählen möchte, kann das ruhig machen. Ich bin der Meinung, dass YouTube einfach in letzter Zeit extrem viel Scheiße baut. Das Design, was sie jetzt einführen möchten, das schaut scheiße aus. Dann die ganzen Änderungen, wie zum Beispiel jetzt auch die Aufrufe, ja? Die Aufrufe in tausender Schritte anzuzeigen. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ich meine, wozu? Wozu kriegt man, weiß ich nicht, wie viele Aufrufe? 2947? Wozu? Damit dann deutsche 2000 oder 2 TSD, besser gesagt. Das ist doch totaler Schwachsinn. Das macht doch einen totalen Unterschied, ob ich jetzt 2900 stehen habe oder 2000. Weil das sind 900 Aufrufe, die dadurch verloren gehen. 900 Aufrufe. Und jetzt stellt euch mal vor, 900 Menschen. 900 Menschen auf einem Fleck, ja? Und diese Anzahl an Menschen geht verloren. Weil YouTube meint, das sind tausender Schritte anzuzeigen. Also ungefähr eine ganze Schule. Eine ganze Schule geht dadurch verloren, ja? Also wenn ich jetzt... Wenn die halt jetzt dort sind, ja, und sich das anschauen, die ganze Aufrufzahlen und das Ganze geht verloren. Und das finde ich halt richtig scheiße, weil
wozu ist das dann gut? Ich meine, das schaut doch viel besser aus, wenn 2947 dort steht. Und nicht 100 TSD. Und das finde ich halt richtig scheiße. Und genau deswegen finde ich, baut YouTube in letzter Zeit richtig viel scheiße. Ich hoffe, dass es wirklich nicht durchgeführt wird. Ich habe es jetzt nur so gehört und halt auch von einigen. Ich habe mich auch ein bisschen erkundigt und da steht es auch zumindest. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es nicht durchgesetzt wird. Weil wenn es durchgesetzt wird, dann greife ich mir echt auf den Kopf und frage mich, YouTube, was ist aus dir nur geworden? So. Für alle Leute, die jetzt meinen, ja, PlaySMLP mach's doch besser. Ich mach's nicht besser. Ich sag nur meine Meinung dazu und man kann auch Kritik irgendwie. Ich bin hier in einer Meinungsreihe. Ich kann meine Meinung. Warte kurz mal. Ich kann gerade keinen Satz bilden. So. Also, ich lebe hier in Österreich, wo es Meinungsfreiheit gibt. Also kann ich auch meine Meinung sagen. Und wenn ich finde, dass YouTube scheiße ist und dass ich gerade Blödsinn mache, dann machen sie das auch. Oder dann darf ich das wenigstens sagen. Ich habe niemals gesagt oder behauptet, dass ich sowas besser hinkriege. Nur ich meine nur, dadurch, dass sie von Google gesponsert werden und so viel Geld verdienen, ja, könnten sie wenigstens versuchen, die Server besser zum Laufen zu bringen. Oder zumindest, dass die Abo-Box nicht so kacke ist, ja. Weil die Abo-Box ist ja richtig scheiße. Ist richtig, richtig scheiße. Und jetzt beim neuen Design habe ich auch gehört. Nur zumindest bei meinem Freund war so, der hat jetzt schon das neue Design. Und seit ein paar Tagen. Und ich meine, man gewöhnt sich dran, ja. Das ist ja jetzt nicht die große Tragödie oder so, ja. Man gewöhnt sich ja dran, ja. Aber er hat gesagt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Pete's miete und dich anschaue, ja, dann kommen deine Videos immer und auch das, was du bewertest und so eine Scheiße. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe auch noch DebitoLP abonniert, aber von dem kriege ich gar nichts mehr, weil ich ihn nicht mehr anschaue. Das heißt, die Leute, die man sich reinzieht, von denen wird was angezeigt und die Leute, die man gerade gar nicht schaut oder wo man einfach keine Zeit hat, die anzuschauen, von denen wird dann gar nichts mehr angezeigt, ja. Und das finde ich richtig scheiße. Weil wenn man dann den Typen wirklich nicht mehr schaut, ja, dann deabonniert man ihn. Dann deabonniert man ihn eiskalt. Und das finde ich richtig scheiße. Weil ich abonniere nicht einen Typen und dann... Wow, Kartoffel. Bringt es ja richtig viel. Alter Schwede. Also ich finde es einfach nur schade oder scheiße, was YouTube da gerade aufführt. Was ich auch noch sagen wollte gerade, ich habe jetzt auch wieder alle Mods oben, also Timber und Dings Mod. Inventory Mods, so. Und ihr könnt mir auch bitte jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben. Warte mal kurz, ich muss noch mal schnell nachschauen. Ich will nicht überziehen. Das will ich gar nicht. Minecraft Parts. Oh, da haben wir ja noch. Da habe ich ja noch Zeit. Das ist ja cool. Ich habe schon gedacht, ich habe schon wieder 25 Minuten aufgenommen. Habe ich ja gar nicht. Und ihr könnt mir jetzt hier unten in die Kommentare schreiben, was ich nach dem Resident Evil Let's Playen kann. Weil. Eins kann ich euch schon mal verraten, das Let's Play neigt sich dem Ende zu. Wir sind schon fertig, also mit der Story sind wir schon durch. Und jetzt ist halt mal eure Chance, euer Lieblingsspiel bei mir zu sehen. So. Hä, kann man das nicht irgendwie reparieren? Dann muss man das wirklich so reparieren. Oh. Totaler Schwachsinn. Früher gab es nämlich die Funktion, dass man den das Dings, die Bums, die Fortune ist Glück, oder? Täusche mich da gerade. Mann, ich werde mir das nie merken. Silk Touch. Ich guck noch mal schnell. Fortune Spitzhacke. Warte, ich habe es gleich. Google.
Minecraft, Verzauberung. Verzauberung. Ha! Wusste ich sofort, hier und ist Glück. Na, ich darf mal Glück drauf. 17. Zienz. 41. Machen wir 4. 34. So. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz in die Höhle. Weil ich habe Dingsbums. Na, ich kann nicht mehr denken. Das konnte ich noch nie. Ich habe jetzt danach halt noch ein bisschen weiter gebuddelt. Also nach dem Let's Play. Und mir war halt einfach langweilig. Ich habe mit meiner Schwester geredet währenddessen. Und wir sind halt irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich habe halt währenddessen mit der Spitzhacke einfach mal so da gebuddelt und dort. Und dann habe ich auf einmal Diamanten gefunden. Natürlich habe ich den Gang wieder zugemacht. Aber ich gehe jetzt dorthin, hole mir die Diamanten. Ne? Und ja. Was sollte ich nur so sagen? Warum spawnt hier trotzdem ein Skelett? Das verstehe ich gerade noch nicht. Wie viele Kühe schlafen wir? Komm, 6. So. Boah. 15 Fleisch, ist ja richtig geil. Und ich brauche echt Karotten. Karotten brauche ich. Ja. Weil ich will endlich die Schweine hier füttern. Geht ja nicht. Ja, okay, dann gehe ich einfach nächste Folge kurz in die Höhle runter. Und dann würde ich sagen, für heute war's das. Heute kommt nur eine Folge, morgen kommen dafür wieder zwei. Ich mache einfach jetzt den Sonntag zu Super Minecraft Sonntag oder Minecraft Sonntag. Mach mal den Sonntag zu Minecraft Sonntag. Am Sonntag kommen immer zwei Folgen. Dann ist es nicht für mich so stressig. Und ja, ich habe ja mal gesagt, am Wochenende mache ich ja immer zwei Folgen. Das heißt Freitag, Samstag und Sonntag. Zwei Folgen, das war ein bisschen stressig für mich. Aber ich mache einfach jetzt den Sonntag zu Minecraft Sonntag. Da kriegt ihr immer zwei Folgen. Wenn es sich ausgeht. Wenn es sich ausgeht. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.